Bedauerlicherweise hat die Presse vorweggenommen, was ich ursprünglich heute selbst verkünden wollte. Eine Idee, die hoffentlich Platz in Ihrem Herzen finden kann. Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. Das ist eine revolutionäre Idee. Es gibt jedoch mehr als eine Art von Revolution. Es gibt die noble Art, die wir alle unheimlich bewundern. Und es gibt die andere Art. Die, die mit großem Hurra beginnt und schließlich mit Mord und Totschlag endet. Es ist die Anziehungskraft der etablierten Clubs, die den Ball überhaupt am Laufen halten. Wollen Sie die ernsthaft aus sämtlichen nationalen und kontinentalen Wettbewerben herauslösen? Und es auf einen Krieg ankommen lassen? Ein weiteres Super League-Desaster? Wollen Sie das wirklich riskieren? Wir haben uns immer noch nicht davon erholt. Krieg ist ein sehr starkes Wort. Ich nenne es Umverteilung. Die World League wird man auf der ganzen Welt schauen und bejubeln, Jahr für Jahr. Hören Sie, ich bewundere Ihren Enthusiasmus, ganz ehrlich. Aber bevor wir weiterreden, schlage ich vor, wir halten eine Probeabstimmung ab. Und danach kann der Rat Sie offiziell mit der Planung einer solchen Liga beauftragen. Sofern Sie das möchten. Von mir aus gern. Stimmberechtigte Ratsmitglieder anwesend. Davon stimmten für die Gründung der World League 13. Dagegen 15, Enthaltungen 3.